Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Betriebsprüfung Teil 2, der Ablauf. Es ist die Vorbereitung, die Prüfungshandlung, die Nachbereitung und die Schlussbesprechung. In der Vorbereitung sollten Sie Belege, Kontoauszüge, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen vorlegen, die der Prüfer sich ansieht. Dann kommt die Prüfungshandlung selber. Da sind Sie natürlich nicht mit dabei. Der Prüfer stellt fest, was ihm nicht gefällt oder wo er Formalismen als nicht eingehalten sieht oder er möchte noch weitere Verträge haben. Die reichen Sie ihm natürlich während der Prüfungshandlung ein. Dann kommt die Nachbereitung. Dann guckt man natürlich, inwieweit hat der Prüfer mit seiner Rechtsauffassung recht und wenn das zu Ihren Ungunsten ist, inwieweit kann man das heilen? Aber auch, inwieweit kann man sich mit ihm noch einigen? Und dann kommt es zur Schlussbesprechung. Bei der Schlussbesprechung wird alles in einen Topf geworfen. Das Gesamtprüfungsergebnis ist nicht maßgebend, sondern jeder einzelne Punkt. Dennoch kann man natürlich eine Gesamtheit mit dem Prüfer besprechen. Und hier kommt es sehr häufig dazu, dass man wichtige Einigungen mit dem Prüfer eingehen kann. Auch sehr häufig so gestrickt, für die Vergangenheit erhebt er entweder keine hohe Nachzahlung, also Mehrbesteuerung, möchte aber für die Zukunft bestimmte Sachen anders geregelt wissen. Thanks for watching.